Viele, die jetzt nach der gestrigen Hammer-Rallye euphorisiert sind, sagen, wir haben den Boden der Aktienmärkte erreicht. Das war's, jetzt geht es wieder nach oben. Hurra! Es ist so ein bisschen ein Markt im Vollrausch, aber das Problem ist, dass auf den Vollrausch dann in der Regel eben auch der Kopfschmerz folgt und der liegt jetzt noch vor uns, denn es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir es hier mit einer Bullenfalle zu tun haben, mit einer klassischen extrem impulsiven Bärenmarkt-Rallye, die dann nochmal von Schmerz begleitet wird. Wie ist das alles zustande gekommen? Naja, die Headline CPI, wie auch die Kerninflation in den USA, waren niedriger als erwartet und dann brach ein Tsunami los, der den Nasdaq 7,5%, den Nasdaq 100 7,5% nach oben führte. S&P 500 immerhin auch 5,5%, wie Goldman Sachs sagt, the market was stunned into action. Also da hat es alle in diesen Markt reingesogen. Es hat vor allem viele, die short waren oder abgesichert waren, rausgesogen, könnte man sagen, aus dem Markt. Denn wir haben es hier wesentlich auch mit einem heftigen, einer der größten Short Squeezes der Geschichte zu tun. Sehen wir uns hier mal Aktien wie Apple an, 8,9%. Das sind ja 2 Billionen Marktkapitalisierungsfirmen hier. Ähnlich, wenn auch etwas weniger, Microsoft mit 8,23%. Das ist nicht so richtig toll. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass hier ein entspannter, ruhiger, in sich ruhender Bullenmarkt der Fall ist. Das Gegenteil ist der Fall. Tech, der Sektor, gestern 8% im Plus, ganz, ganz vorne vor Real Estate, also Immobilien. Da Erleichterung, weil man hofft, dass der Haussektor dann nicht ganz so stark absäuft, und Energy mit 2% immerhin noch im Plus, auch wenn es der schwächste Sektor gewesen ist. Was wir gestern gesehen haben, war jetzt rein formal der 15. höchste prozentuale Anstieg in der Geschichte des S&P 500 seit dem Jahr 1950. Wenn wir es mal in Punkten rechnen würden, dann haben wir wahrscheinlich gestern den größten Anstieg des wichtigsten Index der Welt gesehen, rein nominal in Punkten. Und das ist natürlich schon ein echter Hammer. Der größte Anstieg war 2008, 11,6%. Immer wieder auffällig, dass diese ganz, ganz großen Anstiege in schwierigen Jahren waren. 2020, 2008, 2000, all diese Dinge passieren eben nicht in normalen, ruhigen, in sich ruhenden Bullenmärkten. Und gerade gestern ist viel Erleichterung gekommen für diejenigen, die in diesem Jahr besonders gelitten haben. Und das sind sehr, sehr viele Profi-Investoren, die so 60-40 Portfolios haben, also die 60% Aktien, 40% Anleihen haben. Und beides ist ja ziemlich abgestürzt, sowohl die Aktienmärkte als vor allem auch die Anleihenmärkte. War ein Katastrophenjahr für diese Investoren. Gestern dagegen der drittbeste Tag für solche Investitionsmodelle seit Oktober 2008, also seit der Finanzkrise. Das muss man sich mal vorstellen. Gleichzeitig der Dollarindex, der vielleicht besser, oder der Bloomberg-Dollar-Index, der besser als der reguläre, als der offizielle Dollar-Index die Sachen wiedergibt, weil im offiziellen Dollar-Index der Euro sehr, sehr stark gewichtet ist, zu stark gewichtet aus meiner Sicht. Da haben wir den größten Fall seit März 2009 gesehen, also auch wieder praktisch Finanzkrise. Wir haben immer wieder irgendwelche Bezüge in Richtung Krisenjahre und das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, dass das Ganze noch ein bisschen schwierig wird. Wenn wir uns hier mal den Dollarindex anschauen, dann haben wir ja diese heftige, massive Rallye gesehen, die dann natürlich irgendwann mal auch zurückschnappt. Und das haben wir gestern gesehen, so im Bereich 104 und ein paar zerquetschte. Da ist dicke Unterstützung, das war das mehrfache Hoch, das mehrfache Top, was nicht überwunden werden konnte. Und da dürfte der Dollar dann wahrscheinlich wieder drehen, Chart von Capital.com. Aber es war vor allem ein Short Squeeze. Goldmans Non-Profitable Tech Basket, also die Firmen, die keine Profite machen, meistens viel Hoffnung, aber wenig Realität in ihrem Geschäftsmodell haben. Gestern 15,2%, größter Anstieg der Geschichte. Das ist etwas, was wahrscheinlich Cathy Wood, meine zweitbeste Freundin, gestern sehr gefreut hat, die ja gerne solche Werte mal im Depot hat. Und auch hier die Moose-Show des Stocks, drittgrößter Short Squeeze in der Geschichte mit den CPI-Daten, also mit den Inflationsdaten. Wir sehen, es ist eine Menge passiert, auch im Renditebereich. Ich hatte vorhin schon die 60-40-Portfolios angesprochen, wo also Aktien, Anleihen drin sind.
Hier, das ist der größte Abfall oder der größte Fall der Rendite bei den dreijährigen US-Staatsanleihen seit November 2008, auch wieder Finanzkrise. Also es ist wirklich erstaunlich, die 10-jährige Anleiherendite knapp über 3,8% gefallen, da waren wir kürzlich noch bei 4,2%, also auch das eine massive Bewegung nach unten. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie schaut es denn aus mit der Inflation? Ist sie jetzt da praktisch diese Gefahr vorbei? Wird die Fed jetzt die Zinsen aufhören anzuheben? Das ist ja das, was viele jetzt erwarten oder viele sich erhoffen und sagen, ja, also maximal 0,5 wird sie die Zinsen dann im Dezember anheben. Jetzt hat hier Andreas Deno Larsen nochmal gezeigt, dass wir wahrscheinlich einer weiteren Folgekette sozusagen von niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben werden. Aber er sagt auch, meine Modelle deuten darauf hin, dass die Inflation sich irgendwann so im Bereich 4-5% einpendeln wird, sodass die Inflation zwar deutlich fallen wird, aber eben nicht auf die 2%, die die Fed offiziell noch als Ziel ausgibt. Deswegen sollte die Fed, so sagt in Andreas Deno Larsen, erstmal auf Kurs bleiben. Und hier auch mal ganz interessant, wenn jetzt die Inflation etwa sich nicht mehr verändern würde von Monat zu Monat, dann wären wir schon bald unter 3%, nämlich im Mai 2023, beziehungsweise sogar unter 2%, wenn die Inflation sich Monat für Monat nicht verändern würde. Wenn sie 0,1% steigen würde, wären wir auch schon im Juni 2023 nur noch bei 1,38%. Also da gibt es hier wieder diese interessanten Analysen. Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass die Basiswerte, also die Vorjahresvergleiche, immer höher kommen, sodass dann natürlich es schwierig wird, da nochmal drüber zu kommen. Aber insgesamt, und jetzt kommen wir zu den Problemchen, die ich bei dieser Rallye sehe. Wir haben zwar einen leichten Fall der Terminal Rate gesehen, also die Erwartung der Märkte, wo der Gipfel der Zinsanhebungen ist, aber der liegt immer noch so around 4,7-5%. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert, während gleichzeitig wir eine massive Rallye gesehen haben. Und wie oft haben wir diese Rallyes gesehen, wo praktisch der Hund vom Herrchen sich ziemlich weit entfernt, und das Herrchen ist wahrscheinlich diese Fed Terminal Rate, also das, was faktisch mit den Zinsen passieren wird. Immer wieder die Fed wird umsteuern, nach vorausgelaufen, der Hund dann wieder zurückgekommen, weil die Fed die Märkte wieder eingefangen hat, und das dürfte diesmal auch passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jerome Powell jetzt großartig begeistert ist, wenn wir jetzt weiter nochmal 10% steigen und damit die Financial Conditions wieder laxer werden, was die Fed überhaupt nicht sehen will. Die will ja die Financial Conditions straffen. Dementsprechend sind steigende Aktienkurse kontraproduktiv, vor allem wenn sie so impulsiv steigen. Und hier sind wir wieder sehr, sehr weit vorausgelaufen gegenüber den Realitäten. Erinnern wir uns an Jackson Hole, da hat Paul nach einer Rallye auf die Pauke gehauen. Erinnern wir uns, bei der letzten Fed-Sitzung hat Paul in der Pressekonferenz praktisch auf die Pauke gehauen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich die Situation, die Gewinne und Margen und Umsätze der Unternehmen konstant weiter negativ sich gestalten. Wir haben jetzt das zweite Quartal in Folge, wo die Gap Earnings Year over Year, also zum Vorjahresvergleich, um 8% gefallen sind, im Vorquartal um 12% gefallen sind. Das heißt, es geht mit der fundamentalen Situation der Aktienmärkte nach unten. Oder diese verschlechtert sich. Und wenn wir jetzt mal uns das Bild anschauen, Dow Jones gegen Nasdaq, dann sehen wir, wie weit der Dow Jones hier dem Nasdaq entfleucht ist, auch wenn der natürlich gestern stärker zulegen konnte als der Dow Jones, aber dazu gleich mehr. Erstmal hier der Vergleich Junk Bonds und S&P 500. Normalerweise ist es gut, wenn die Junk Bonds neue Hochs machen oder Verlaufshoch machen und der S&P nicht, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn es andersrum ist, dass der S&P 500 ein Verlaufshoch macht, also ein höheres Hoch macht, aber die Junk Bonds eben nicht, wie wir jetzt hier sehen, dann ist das ein Warnzeichen, das in der Vergangenheit immer geklappt hat. Das ist das eine. Dann sehen wir Growth to Value. Da haben wir immer dann eine positive Situation, wenn die Märkte fallen, aber Growth to Value steigt. Das ist eine positive Divergenz. Dann geht es mit den Märkten meist nach oben. Diese positive Divergenz haben wir im Oktober nicht gehabt. Wenn Sie oben mal den S&P 500 Daily anschauen, hier wo dieser Strich ist, im Oktober
haben wir ja diesen Boden ausgebildet, zunächst mal bei 3500 Punkten, aber Growth ist weiter zu Value gefallen und der hat sich nicht wirklich erholt. Auch das eine negative Divergenz, die darauf hindeutet, dass wir beim Nasdaq zumindest nochmal neue Tiefs sehen werden. Wir sehen Parameter wie die Advanced Decline Volume beim Nasdaq auf Anschlag. Das ist immer wieder eine Situation gewesen, wo dann nicht mehr viel Luft nach oben war. Wir sehen S&P 500 Bullish Percentage Index mit einer negativen Divergenz. Wir haben negative Divergenzen. Das ist kracht in so vielen Bereichen. Da sehen wir hier auch Triple Q. Das ist praktisch das maßgebliche Nasdaq ETF und der SPY Spider. Maßgebliches ETF auf den S&P 500 oben im RSI. Negative Divergenzen, total überkauft. Extrem überkauft, vor allem der Dow Jones. Das wird und kann wahrscheinlich nicht gut gehen. Mal sehen, wie es heute reinkommt. Heute ist ja so ein halber Feiertag in den USA. Die Anleihenmärkte sind am Veterans Day geschlossen. Die Aktienmärkte auf. Gestern noch ein Interview auf CNBC, Carl Icahn, der schon ein bisschen sichtlich gealtert ist, manchmal Konzentrationsprobleme hatte in diesem Interview, aber sei es drum. Er sagte, wir sind nach wie vor in einem Bärenmarkt, weil eben die Hebelung so krass ist, weil die Firmen sich mit Krediten vollgesogen haben, weil die Wirtschaft absaufen wird, weil letztendlich in einer Zeit, wo die Zinsen weiter steigen, wo sozusagen die Folgewirkungen dieser Zinsanstiege erst noch auf uns zukommen, da werden wir keinen Bullenmarkt zunächst mal sehen. Guggenheims Miner dagegen sagt, ja, er sieht jetzt technisches Potenzial bis 4100 Punkte. Das ist die Marke, die immer wieder genannt wird als Ziel bei denjenigen, die dem S&P 500 viel zutrauen. Die sind Hebelung, respektive die Ponzi-Schemen, die in diesen Zeiten ultralaxen Geldes nun mal entstehen. Das sehen wir hier mit Sam Bankman-Fried und der FTX. Da ist es jetzt so, dass hier offenkundig so quer Geschäfte getätigt wurden. So hat etwa Bankman-Fried in Sequoia Capital, in Paradigm, Multicoin und so weiter investiert. Also alles Venture Capital Firmen, die wiederum bei ihm investiert waren. Also man investiert gegenseitig in sich selbst, zieht das Geld ab, das Kunden bei sich eingelagert haben, gibt es dann einer völlig unerfahrenen Studentin mehr oder weniger. Ich habe da jetzt ein Interview mal auf Finanzmarktwelt Twitter-Kanal. Schauen Sie sich das mal an. Also wenn Sie da das Gefühl haben, Ihr Geld wäre da in guten Händen, dann sind Sie wahrscheinlich der größte Optimist der Weltgeschichte. Wie gesagt, auf Twitter, Finanzmarktwelt. Schauen Sie sich das mal an. Das ist unfassbar, dass hier solche Leute solche Vermögen praktisch handhaben. Jedenfalls ist eben hier dieses Loch entstanden mit Alameda, das dann Bankman-Fried über Kundengelder gedeckt hat. Jetzt sind diese Assets eingefroren worden durch die Regulatoren auf den Bahamas. Also wir haben hier ein multiples Pyramiden-Ponzi-Schema, könnte man sagen, was hier der Fall ist. Das wird im Kryptosektor noch viele, viele Probleme verursachen. Coinbase hat jetzt angekündigt, aktuell auch diese Plattform, dieses Krypto-Unternehmen, das man jetzt eben Stellen streichen wird. Und das gilt ja für die gesamte Tech-Industrie. Das ist erst der Anfang. Tech ist die Vorhut dieser Massenentlassungen. In China, hier haben wir jetzt neue Höchstzahl in Sachen Corona seit April. Auf der anderen Seite hat man jetzt für Ausländer die Quarantänezeiten verkürzt, hat sich angekündigt, aber sei es drum. Und wir sehen, dass hier die Kreditvergabe in China doch ziemlich enttäuschend ist. Auch das ist ein Signal, dass es jetzt noch nicht mit Liquiditätsflutungen wieder nach oben geht. Wir haben ja nach wie vor ein Tightening der Geldpolitik, nach wie vor eine Straffung der Geldpolitik. Deswegen sind solche impulsiven Anstiege allein aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Inflation in Deutschland im Oktober bei 10,4%, zweite Veröffentlichung heute. Lebensmittel 20,3%, das ist schon krass. Und die Frage ist jetzt beim DAX, ja, ist jetzt alles wieder bullish oder läuft diese Rallye bald aus? Letzteres dürfte wahrscheinlich sein. Warum? Lesen Sie in diesem Artikel. Und zweite Empfehlung, nach der Übernahme spricht Elon Musk sogar von Insolvenz. Könnte sein, dass wir das nicht schaffen, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Und alleine hier mit diesem blauen Button, diesem Bestätigungsbutton,
Daten von Twitter Geld verdienen zu wollen, zeigt ja, dass offenkundig Probleme sind, überhaupt rentabel zu sein durch Werbung. Also das könnte noch eine ganz, ganz, ganz interessante Geschichte werden, auch mit Tesla. Das ist mein Ansatz an die Dinge. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass hier diese Rallye nachhaltig jetzt noch weiter nach oben geht, konstant nach oben geht, für sehr, sehr gering, sondern sehe das als Bullenfalle. Wie gesagt, subjektiv, keine Handlungsempfehlung. Tun Sie am besten das Gegenteil von dem, was ich sage, dann sind Sie auf jeden Fall erfolgreich. Ich wünsche jetzt das Allerbeste, verweise nochmal auf die zwei Artikel. Sag Servus, ciao.